Na, du dumme Scheiße. Ups. Big Sister kommt gegen dich an. Tja, komm jetzt zurück und schmelz das Eis weg. Dann können wir diese klapprige Geisterbahn hier hinter uns lassen. Erstmal latsche ich den kompletten verdammten Weg wieder zurück nach dem einen, zu dem einen Adam-Automaten, weil ich jetzt noch 40 Adam gekriegt habe. So, anschließend können wir noch reden. Warum bin ich eigentlich nicht hin zurückgelaufen? Ist auch egal. Oh, das hat viel Munition gekostet. So, wo war das denn jetzt? Nein, ich bin dran vorbeigelaufen. Hier war das. Hello, milady. Okay, ich kann ein Eve-Upgrade nehmen. Extra Nahrung. Gesundheit von Snacks und Bandagen. Ah, und Bandagen, das ist wichtig, okay. Hecknadel bewegt sich langsamer, okay. Gentoniker-Slot. Ah ja, und ein Eve-Upgrade kriege ich auch. Das Eve-Upgrade ist natürlich praktisch ein Lebens-Upgrade, wäre mir natürlich wesentlich lieber, aber ich nehme das Eve. Definitiv nehme ich das Eve. Das Eve-Upgrade dürfte durchaus wichtig sein. So, und jetzt hätte ich gerne irgendwo, ich glaube, da vorne war noch ein Automat irgendwo, ne? Ja, hier müsste, der müsste doch, genau, da. Ja, ich habe doch noch Knete gekriegt. So, zuallererst mal nehmen wir hier die Niete. Und dann hätte ich gerne... Nieten habe ich fast nichts mehr. Ich habe noch ein paar 50er Kugeln. Aber ich habe genug Bohrzeug. Das heißt, ich würde gerne zwei davon auf jeden Fall kaufen. Und noch eine weitere. Und dann habe ich zwei. Okay. Läuft. Läuft. Okay. Dann gucken wir doch mal, dass wir uns dann jetzt entsprechend weiter bewegen. Schön zurück zur Station, ganz gemütlich, in aller Ruhe, das Eis wegschmelzen. Für Ryan war das Individuum ein Held, ein edler Überlebenskünstler. Und Rapture war sein Paradies, ein Schrein für die Überlegenheit des Egos. Und das Ergebnis? Sklaverei, Völkermord, Chaos. Jetzt, da der Tyrann tot ist, sind wir ein wahres Kollektiv. Eine einzige große Familie. Ja, wir sind Tatsache vom extremen, uneingeschränkten Kapitalismus und Egoismus in den Sozialismus und die Planwirtschaft anscheinend abgerutscht. Herzlichen Glückwunsch. James war der einzige Mann, den ich je geliebt habe. Und jetzt ist es, als wäre er niemals nach Rapture gekommen. Er hörte mich im Limbo-Room singen und kam an ganz schüchtern. Er hörte gerne Songs darüber, wie es wirklich ist, in dieser Stadt zu leben. Ich glaube, er hat versucht, Leute gegen Ryan aufzuwiegeln. Und jetzt ist er weg. Und ich bin hier und singe, erhebe dich, Rapture, steig auf. Und habe eine Höllenangst, dass sie mich auch abholen. Ausgezeichnet, alter Junge! Du bist ja ein echter Glücksfall. Jetzt öffne den Bahntunnel von der Sicherheitsstation aus, dann komme ich und springe rein. Ah ja. Ich muss hier rein und das Ganze jetzt öffnen. Und lustigerweise komme ich hier nicht mehr raus. Ja. Ich sehe einem Mann gern in die Augen, wenn ich ihm mein Wort gebe. Wir beide, Kleiner, werden es weit bringen. Ich habe gedacht, du bist eines von Sinclairs hirnlosen Monstern, die er schickt, um Rapture im Würgegriff zu halten, während er die Stadt ausplündert. Aber nein, du bist dir deiner furchtbaren Lage bewusst. Ich frage mich, wer könnte so grausam sein?
einem Mann ohne Gesicht einen Spiegel vorzuhalten. Lam hat auf uns gewartet. Schieß und starte die Bahn. Komm aus deinem Versteck. Das ist immer noch zu Hause. Oh. Ja, ich habe definitiv alles erledigt. Oh boy. Oh boy. Auf geht's in die Tiefen. Jetzt darf ich wieder durchgehend reden, weil hier Musik mit läuft. Vielen herzlichen Dank. Tiefen, Untiefen. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir mit der Untergrundbahn nicht komplett durch, also durch etwas durchfahren von einer Sektion in die nächste, sondern dass es halt diese, diese Übergänge hier gibt. Aber man kann halt nicht alles haben, ne? Was zum Henker ist das denn? Subject Delta sitzt jetzt in Pauper's Drop fest. Der Schienenverkehr wird eingestellt, bis er gefunden wurde. Denk daran. Der Feind ist allein. Wir sind die Familie. Lam versucht uns festzusetzen, mein Junge. Die ganze Stadt ist abgeriegelt, verdammt. Um mit der Bahn weiterzukommen, brauchst du einen Sicherheitshauptschlüssel von der Bezirksrätin hier, Grace Holloway. Die hat mich hier unten aus meinem eigenen Hotel geworfen, dem Sinclair Deluxe. Finde sie und besorg den Schlüssel. Ja, wir finden sie und besorgen den Schlüssel. Ich mache hier eine ganz kurze Pause und wir sehen uns in ein paar Minütchen. Beziehungsweise morgen oder wann auch immer wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder. So, kurze Unterbrechung beendet. Wir können weitermachen. Alles ganz, ganz wunderbar. Was war dieses Mutantenvieh, was da rumgelaufen ist? Meine Güte, ich hätte mich echt niemals auf diesen Mumpitz hier einlassen sollen. Oh, da hinten liegt irgendwas. Zumindest sah es so aus, kurzzeitig. Okay, wir haben hier eine ganze Menge Zeug. Kuchen mit Cremefüllung, Kaffee. Ein paar Dollaridus. So, komme ich hier irgendwie? Nein, komme ich nicht. Interessanterweise. Ah, wahrscheinlich muss ich die Gondel hier weiterschicken oder so. Momentan bin ich hier. Oder bin ich hier? Nee, Ryan Amusement, da war ich vorher. Jetzt bin ich hier. Pauper's Drop. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinten an dieses eine Ding drankomme, was da gewesen ist. Nehme ich. Bup. Bup. Ja, ist ja gut. Es ist nie gut, einen toten Big Daddy zu sehen. Vor allem, weil ich einer bin. Okay. ein Fass. Ups. Sorry. Okay, das hat schon mal funktioniert. Das hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Und ich glaube, ich habe ein bisschen mehr
das Mikrofon. Das hat, glaube ich, ein bisschen mehr Treibstoff gekostet, als ich gedacht habe. Beides eher ungünstig. Ich erinnere mich an dich. Du hast mir Eleanor geraubt und in eine Kreatur verwandelt, die zu krank ist, um zu sterben. Bitte? Und jetzt kommst du zurück und willst mich auch holen? Nichts da, Blech-Daddy. Wenn wir dich an einer Straßenlaterne aufknüpfen und du deinen letzten Atmer röchelst, sollst du mein Gesicht sehen. Warte mal. Sie war die Nanny? Läuft. Heißt das, sie war die Nanny? Ein Krug Fischwasser wird dir eine sehr kleine Menge Eve zurückführen. Okay. Ich habe nicht mehr allzu viele Nieten. Und die Niete ist quasi meine Hauptwaffe. Okay, okay, auf jeden Fall ist das Ding da hinten schon mal umgedingsbums. Tut mir leid, dass ich jetzt einen Moment lang nicht geredet habe, aber da musste ich mich etwas konzentrieren, dass ich das auch wirklich hinkriege. Das gefällt mir gar nicht, dass hier die ganzen Big Daddies alle tot sind. Hallo? Kann ja nicht wahr sein. Dass ich jetzt zu früh immer klicke. Ja, um ehrlich zu sein, keine Lust, mich jetzt. Keine Zeit zum Spielen, Mr. B. Mehr Eden für Big Sister. Okay, das Ding ist da. Okay, das hat wunderbar funktioniert. Ich hänge dem Ding voll im Rücken. Ah, verdammt. Okay, er hat mich gekriegt, aber ich weiß, wo er ist. Ja, ich werde in der Vita-Chamber wiederbelebt, ich weiß. F. Davon habe ich nichts mehr, aber das ist nicht so tragisch. Weil Mr. B ist bereits beinahe tot. Was mich mehr interessiert ist, wo ist eigentlich mein Genbank? Hier kannst du Plasmide. Achso, hier kann ich die Dinger hin und her schieben. Ja, okay, das muss ich momentan noch nicht machen. B hacken bitte. Vielen Dank. Nice, dafür habe ich noch einiges gekriegt.